Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 4. Manche werden sich jetzt vielleicht wundern, das haben wir doch beim letzten Mal durchgespielt. Was will der denn jetzt noch, der Tortyp da? Aber das stimmt leider nicht ganz. Wir haben das Spiel nicht wirklich durchgespielt. Das habe ich auch am Ende noch erwähnt. Denn es fehlen noch die Extras. Und da können wir leider nicht alles hier in dieser Version spielen, weil diese Version nicht alle Extras hergibt. Denn das ist die deutsche Version, die immer noch geschnitten ist, genauso wie damals auf dem GameCube, auf der Wii. Das, was man hier in Deutschland kaufen konnte, ist alles leider gleich geblieben. Bestimmte Sachen wurden rausgekürzt und ja, wir gucken uns aber mal an, was gleich hier noch auf uns wartet. Bei Laden können wir mal kurz gucken hier. Man sieht schon, ich bin gerade dabei, noch das Spiel auf Profi durchzuspielen, um zu gucken, was denn hier wirklich noch im Spiel mit drin ist, wenn man das Spiel noch einmal durchgespielt hat, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Allerdings ist Profi irgendwie ein bisschen, es ist schon relativ fordernd. Also der Bürgermeister macht schon ziemlich viel Ärger, aber ich will euch jetzt nicht damit aufhalten, sondern wir gehen einfach mal direkt hier auf die Extras und gucken uns mal an, was hier auf uns wartet. Wir haben einmal den Filmbrowser und Separate Ways. Was längst nicht alles ist, denn wenn man das Spiel hier einmal durchgespielt hat, in der österreichischen Version oder auch andere, ich habe für die Wii aber auch die österreichische Version, da werden wir noch die anderen Sachen spielen. Da gibt es nämlich noch Ada's Assignment und The Mercenaries. Und ja, ne? Das gucken wir uns aber später an. Zuerst mal werden wir uns jetzt Separate Ways anschauen. Ja, sieht schon hier, es dreht sich alles um Ada. Ich weiß selber nicht mehr genau, wie das war. Ich habe das, meine ich, ein einziges Mal gespielt bis jetzt. Von daher bin ich selber gespannt, ob ich das noch alles ordentlich hinkriege und das hier nicht zum Desaster wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das jetzt hier noch gemeinsam meistern werden. Ich mache einfach mal Spielstart. Ja, Separate Ways. Ladevorgang. The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. No matter what happens, I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. I see you've managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell. That should quiet them down for a while. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the parasites and finish off this little tour. Ja, und damit geht's auch schon los mit Kapitel 1, Kirchenglocke läuten. Das kommt uns eigentlich alle schon relativ bekannt vor. Leon taucht auf und kämpft sich durch das Dorf und irgendwann hauen die Dorfbewohner ab, weil die Kirchenglocke läutet. Tja, und hier sehen wir jetzt auch warum. Denn Ada war's. Ada, die hier! Wir starten das mal. Ne? Sehen schon Einsatzbefehle.
Ada ist ein bisschen swifter als Leon unterwegs. Die ist etwas versteckter gehalten. Hier oben sehen wir das Dorf und wir merken, aha, die Karte ist deutlich kleiner als die von Leon. Da hatten wir das gesamte Dorf gesehen. Hier sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt davon. Und so wird auch eigentlich jede Mission von Ada sein. Sehr begrenzt, aber die haben es in sich. Also so wie ich das in Erinnerung habe, ist es nicht einfach. Allerdings hat sie ein paar spezielle Waffen bei sich, die echt ziemlich cool sind. Und das werden wir gleich alles auch mal rausfinden, ne? Starten wir hier einfach mal. Guck mal kurz in den Koffer von ihr. Sie hat die Pistole, die Blacktail. Das ist die beste Pistole, die es überhaupt gibt eigentlich, ne? Also wir hatten ja immer die Red 9. Aber die Blacktail habe ich ja auch gezeigt. Das wäre jedenfalls die handlichste, normale, gute Pistole gewesen. Und die hat noch so ein Gewehr, ne? Das ist so eine, ja, andere Shotgun. Können wir mal kurz hier gucken, untersuchen. Feuerkraft liegt gerade mal bei, ja, 5,0. Das ist okay. Wir sehen, das ist so ein Standardding, ne? Kapazität 12. Repetiergun. Können wir uns nochmal die Blacktail angucken. Hat Feuerkraft von 2,0. Ist also alles so mittelmäßig getuned. Ich denke, wir werden Händler treffen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Allerdings weiß ich auch gerade gar nicht mehr, was wir jetzt machen müssen. Ob wir jetzt einfach durchlaufen müssen oder, ja. Wir werden sehen. Ich bin gespannt auf das Ganze. Wem übrigens aufgefallen ist, dass ich keine Facecam anhabe. Ja, ich habe mir überlegt, dass das jetzt für das Zusätzliche gar nicht mal so wichtig ist. Ich hatte das komplette normale Let's Play mit Facecam gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat und das hier jetzt sieht, ne? Einfach mal reinschauen. Schadet nicht. Also hoffe ich jedenfalls, dass es nicht schadet. Ansonsten tragt ihr halt einen Schaden davon. Ja, das habt ihr jetzt davon. Starten einfach mal. Hier sieht man jetzt so ein paar Leute auf uns zulaufen. Ne? Ja, kann man mal so drauf schießen, das ist alles kein Thema. So, hier mal so ein bisschen drauf. Ja, die kommen jetzt alle hier hinter uns her. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir da wegkommen, denn eigentlich müsste Leon ja schon längst hier sein. Hm. Die Türen scheinen alle verschlossen zu sein. Wir müssen aber zur Kirchentür hinten. Ich würde sagen, wir schleichen uns einfach mal kurz an den Dorfbewohnern hier vorbei und ja. Laufen mal kurz hier zur Tür rüber. Gucken, ob die aufgeht. Verschlossen. Die Insignien sind eingraviert. Alles klar. Gut. Wir klettern mal hier rauf. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich hier machen muss. Ob wir jetzt hier bestimmte Sachen finden müssen oder... Ne? Das ist mir alles noch etwas verborgen. Aha. Leon hat sich jetzt da hinten eingeschlossen. Ist also auch wieder auf Zeit. Ich weiß gar nicht, das hatten wir, glaube ich, gar nicht gesehen. Das wäre die Option gewesen, in das Haus reinzugehen. Da hätten wir das Gewehr sofort bekommen. Allerdings kommt dann... ja, wir können da immer noch nicht durch. Kommt dann der Kettensägen-Typ, der einigermaßen fies ist. Ja, hier sind überall so ein paar Leute unterwegs. Kennen wir ja alles. Und Leon kämpft da drinnen so ein bisschen rum. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob der Kettensägen-Typ hinter uns hier ist oder... ja, ne? Laden wir mal kurz ein bisschen nach. Ich denke, wir müssen das Ganze hier nur auf Zeit spielen. Denn die ganzen Dorfbewohner umzuhauen könnte schwierig werden mit Ada. Gerade mit unserer begrenzten Munition. Deswegen, ne? Harren wir einfach mal so ein bisschen aus. Leon ist ja da hinten drin unterwegs. Ich laufe mal hier so den Weg entlang. Oh, das klingt nach Kettensäge, ne? Ah ja, da oben ist gerade der Gockel weggeflogen. Auf irgendeinem Haus. Auf welchem Haus ist das denn? Da, wo der Typ ist. Okay, gut. Ah, wir sehen das gerade auch da hinten. Ich schieß mal wieder sowas von grauenvoll. Aber, naja, das muss ja auch nicht schön sein. Einfach nur, ne, nicht schön, aber selten. Wie man immer so nett sagt. Man sieht schon hier, alle abzuschießen könnte etwas schwierig werden. Deswegen werde ich einfach mal versuchen, hier vorne reinzulaufen. Und ja, ne, einfach mal da hochzugehen. Was ist das hier? Ein Hühnerei, ha. Das nehme ich auch gerne an mich. Aha. Natürlich hat Ada auch ein Messer.
Ich wollte gerade nur gucken, ob da schon Gegner hinter uns hier sind, oder... Okay, ich schätze mal... Oh, eine Maske mit Kerben. Ja, ist ja schön. Kriegen wir hier direkt auch noch einen Schatz. Ich werde das Fass hier vorne ausnahmsweise mal zerschießen, weil ich jetzt keine Lust habe, hier ne, so lange Zeit für aufzuwenden. Na, für Gegner direkt vor uns können wir auch mal kurz die Shotgun ausprobieren. Ne, man sieht, die ist auch ziemlich effektiv, obwohl es Aiders ist. Und ich mag die Shotgun irgendwie, weil die etwas Besonderes hat. Wow. Ja. Ne, wie auch immer. Dem Typen da geht's auch nicht so ganz gut. Wir haben nicht so viel Munition dabei, deswegen möchte ich nicht gerne... Ah ja, genau. Wir haben hier gewisse Punkte, an denen wir den Enterhaken aktivieren können. Das ist eine Spezial... Boah. Spezialfähigkeit von Ada. Mit Leon wären wir da niemals rangekommen. Deswegen ist das schon ganz gut, dass wir überhaupt dieses Teil zur Verfügung haben. Ich denke, wir fliehen hier einfach mal schnell. Nehmen wir mal den Insignien-Schlüssel. Leon selber hatte den ja leider nicht. Deswegen konnte er hier erst viel später durch. Und Ada findet den Händler auch deutlich früher, denn ja, sie hat nicht so viel zu tun. Da ist es, denke ich, auch ganz angemessen. Du bescheuerte Schlange. Ich denke, wir haben da im Dorf auch schon was verpasst. Ich bin schon ganz froh, dass wir überhaupt die Maske mit Kerben gefunden haben. Was gar nicht mal so... Na, so... Selbstverständlich ist. Verkaufe mir Schätze und kaufe Waffen. Ja, das ist das Standardprinzip des Händlers. Aber schön, dass uns das nochmal erklärt wird. Ja, wir haben im Moment noch nicht wirklich was zu verkaufen. Wir haben hier aber schon ziemlich viele Sachen zu kaufen. Schatzkarte für Auftrag 1 kostet leider 10.000. Können hier natürlich auch die TMP kaufen und das ganze Gedöns, ne? Kennt man ja. Nur wir haben echt wenig Geld, weil ich... nicht viel gemacht habe eben in dem im Dorf. Wir hätten wahrscheinlich deutlich mehr rumlaufen können, um mehr Sachen einzusammeln. Ich denke mal, wenn wir einigermaßen gründlich suchen, dann finden wir auch die meisten Schätze so. Interessant, dass hier noch so viele Schätze rumliegen und sie hier anscheinend Leon auch ziemlich viel weggeklaubt hat. Wie es aussieht. Wie viele Schätze wohl noch da gewesen wären, wenn Leon, wenn sie hier die Sachen für Leon hätte liegen lassen, ne? Interessant. Bei Leon sind hier auch keine Leute hinterhergekommen. Das passiert jetzt hier nur bei Ada. Hier gibt's keine Lampe, die wir runterschießen können. Okay. Ist auch ein kleiner Unterschied. Und ich, muss mal kurz husten. Bin gleich wieder da. So, ich hoffe, der Ton stimmt wieder. Sollte aber alles in Ordnung sein. Ja, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich hatte jetzt vor kurzer Zeit eine ziemlich üble Infektion. Ich nenne es mal Infektion. Ja. Hi! Lass mich in Ruhe! Uah! Öffne die Tür! Eieiei! Die brauchen wir nicht alle zu erledigen. Das wird hier sowieso alles nur erschwert für... Uah! Okay, gut. Ich wollte eigentlich die Axt... Es war keine Axt. Egal. Das Teil, das Wurfgeschoss. Dings. Bums. Abwehren. Mit, ne? Dem Schuss. Aber ich habe daneben geschossen. Hat man vielleicht gemerkt. Weiter geht's. Gibt's hier ein... Ja. Hehe. Vogelnest. Man muss das Spiel nur ein bisschen kennen, dann weiß man auch, auf was man achten muss. Ich habe das hier übrigens wirklich sehr lange nicht mehr gespielt. Also wenn ihr jetzt meint, der wusste doch, dass da ein Vogelnest ist. Nein, ich wusste es wirklich nicht. Das war eher Glück als alles andere. Ja, halte die Hand vors Gesicht. Das hilft bestimmt gegen Pistolenschüsse. Ich habe da gerade links einen Typen gehört, deswegen habe ich mal kurz abgebrochen. Okay. Der ist beschäftigt. Die ist auch beschäftigt. Okay.
Ich denke nicht, dass wir mit Ada generell jeden töten sollten. Oh, war da jemand? Ich denke nicht. Und ich denke, dass wir das Rätsel dahin gleich nochmal lösen dürfen. Sehr schön, das war ein guter Schuss. Das war auch ein guter Schuss. Aber leider kein Volltreffer. Huch. Ja, ich schieß grandios. Kann man nicht anders sagen. Also, meine Schussfähigkeiten in diesem Spiel sind so überragend, dass sich da jeder mal eine Scheibe von abschneiden könnte. Ja. Ich mach's wenigstens spannend. Na. Ausrede. Könnte man jetzt behaupten. Ist aber keine. Ich bin wirklich so schlecht. So. Einmal den Vogel weg. Kriegen wir ja ein paar Sachen von dem Vogel. Das ist immer ganz... von den Vogeln allgemein. Das ist ganz nett. Und das Schöne ist, dass wir mit Ada auch relativ schnell die ganzen Schätze finden. Denn so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Weshalb wahrscheinlich auch die Schatzkarten so unfassbar teuer sind, weil sie eigentlich unnötig sind. Huch. Wackel doch nicht so, Ada. Da ist mir die Red 9 lieber, weil die ein bisschen stabiler in der Hand liegt. Ja. Ich werde mal kurz nicht nachladen. Einfach, da ist kein Vogelnest, okay. Einfach, weil wir gleich vielleicht ein Upgrade kriegen und... ja, mal kurz gucken. Auf der Karte. Ne, hier ist kein Händler mehr. Okay, wahrscheinlich müssen wir gleich nochmal zurück oder so. Oder wir haben noch mehr zu erledigen in unserer Mission Nummer 1. Wir haben auf jeden Fall schon zwei Edelsteine für die Maske. Das ist sehr schön. Dadurch ist die schon fast vollständig. Ich nehme mal das Gewehr, weil wir da so viel Munition für haben. Rechts ist keiner, okay? Okay, der sollte erledigt sein. Ich hoffe, der auch. Okay, der ist nicht erledigt. Aber gleich. Jetzt ist er erledigt. Bist du erledigt? Er ist erledigt. Schlaf gut. Okay, der andere hat nichts fallen gelassen. Ich schätze mal, in die Kirche kommen wir trotzdem nicht rein. Deswegen gehen wir einfach mal direkt außen rum, weil wir ja wissen, hier hinten gibt es dieses kleine Rätsel. Und hier wartet diesmal niemand auf uns. Das ist ja nett. Ja, und diesmal müssen wir hier dran, denn hier drin ist etwas, was wir auf jeden Fall haben wollen. Ich habe das Rätsel letztens schon wieder gemacht und jetzt schon wieder und ich kann es immer noch nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein Rätsel, wo ich meistens einfach auf gut Glück drehe und da kommt dann was bei rum. Ja. Ne, wir wissen noch, die drei Sachen müssen leuchten von den einzelnen Familien. 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3. 3 nochmal. Nehmen wir nochmal 3. Und nochmal 3. Und nochmal 3. Ja. Von den Gräbern, die wir auf dem Friedhof finden. Ja, und jetzt kriegen wir eine runde Insignie. Und wir erinnern uns vielleicht daran, dass das die Insignie ist, die wir mit Leon beim Wasserfall finden. Oh, das war ein schöner Schuss. Hm. Der lebte noch. Der lebt immer noch. Was bist denn du für ein Robuster? Na gut, du bist auch relativ... robust. Möchtest du das... Was? Ja. Das stimmt, Ada. Das hast du gut beobachtet. Aber hier müsste irgendwo jetzt eine Enterhakenstelle sein. Denn sonst kommen wir hier nicht weiter. Oder? Ach so. Die Gitterstäbe wollen sich einfach nicht öffnen. Ja, dummerweise haben wir nur die Insignie, die wir eigentlich haben wollen. Haben wir nicht hier noch irgendwas anderes? Das grüne Katzenauge zum Beispiel, was wir da reintun können? Denn die Insignie würde ich ganz gerne behalten. Aber wir haben kein Katzenauge, ne? Das ist ja blöd. Ja, ist ein kleines Rätsel hier wieder. Ich schätze mal, wir müssen die Insignie hier reintun. Wie das Ding... Oh nein, jetzt können wir es nochmal machen. Ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier hinten irgendwo noch einen
Teil suchen müssen. Autsch! Du Hund! Okay, Ada ist fast tot. Das macht aber gar nichts, denn wir haben grünes Kraut dabei. Und gelbes. Das heißt, wir können direkt mal die Gesundheit erhöhen von Ada und noch ein Hühnerei essen. Und dann geht's ihr auch schon fast wieder total gut. Wir nehmen mal die Pistole mit. Man merkt vielleicht, dass Ada insgesamt relativ anspruchsvoll ist von der Mission her. Aber ist ja auch klar, weil es nicht so viel ist und man hier in der Zeit, ne, in den kurzen Leveln, die einem hier geboten werden, eben möglichst gefordert werden sollte. Ja, das können wir vergessen. Ich hätte vielleicht das Messer einfach mal ausgerüstet lassen sollen und damit zuschlagen sollen. Habe ich aber nicht gemacht. Möglicherweise war das ein Fehler. Wo bist du denn, Schlange? Komm mal her. Komm mal her. Na gut, dann halt nicht. Nein! Okay, habe ich sie erwischt? Ja, wunderbar. Gibt uns natürlich wieder ein Hühnerei. Dafür nehmen wir gerne ein bisschen Schmerzen und Schaden in Kauf. Um an die Eier zu kommen. Oh nein, 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 nein. Da ist eine Bella-Schwester. Ich würde ganz gerne mal kurz nachladen. So. Okay, das war die. Haben wir eine Granate? Ja, haben wir. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, wo ich die Granate gerne einsetzen würde. Ja, 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 ja. Das sieht ganz gut aus. Na, komm her. Oh. Oi. Das habe ich noch nie geschafft. Gut. Ja, hier kriegen wir nämlich das grüne Katzenauge, was in dem Fall hier... Okay. Hier kommen wir nicht durch. Was in dem Fall hier tatsächlich kein Schatz ist, sondern ein Missionsgegenstand, weil wir das Ding in das... da hinten einsetzen müssen, wo wir die runde Insignie her haben. Denn da wollen wir jetzt Leon das Teil hinterlassen hier, ne? Das grüne Katzenauge, was ja für uns nicht essentiell ist, aber wir brauchen ja die runde Insignie. Von daher müssen wir da irgendeinen Lückenfüller da lassen. Gucken wir mal. Müssen wir das nochmal neu machen? Nee, zum Glück nicht. Kriegen wir die runde Insignie. Hoffentlich kommen jetzt hier nicht schon wieder... Okay, keine neuen. Wunderbar. Dann legen wir mal das grüne Katzenauge hier rein. Sehr schön. Aber Leon muss das nochmal neu machen. Okay. Ich denke, dann können wir jetzt auch in die Kirche rein, weil wir die runde Insignie haben, die Leon auch benutzt hat, um in die Kirche reinzukommen. Zwar hat er die später dann am Wasserfall bekommen und wir schon hier. Aber ich beschwere mich da nicht. Denn dadurch haben wir einen etwas kürzeren Weg als Leon. Das ist vielleicht unfair Leon gegenüber, aber insgesamt finde ich es jetzt nicht wirklich schlimm. Muss ich einfach mal so gestehen. Ja, die sind mir jetzt mal herzlich egal. Wir gehen jetzt einfach in die Kirche rein und fertig. Da müssen wir dann noch die Kirchenglocken läuten und dann haben wir auch schon die erste Mission geschafft, schätze ich einfach mal. Ich lauf mal hoch. Ja. Und das in der Kirche. Ihr Unholde. Hier verhält man sich eigentlich ganz anders. Sind hier noch andere oben? Hier zum Beispiel. Tatsache. Hallo. Kriege ich den Tod, bevor er mich... Ja. Sehr schön. Hinter mir sollten eigentlich gleich noch Leute erscheinen. Weil wir ja unten nicht alle erledigt haben. Wobei ich auch ganz gerne noch nach unten gehen würde. Geht hier... Okay. Ja, das ist Ashley, ne? Wir erinnern uns. Ashley hat da hinter der Tür auf uns gewartet. Beziehungsweise nicht auf uns, aber sie hat da gewartet. Sehr schön. Den hätten wir auch. Da vorne ist noch einer. Und ja, da kommen die ganzen anderen gerade hoch. Kann ich dich bitte ganz schnell erledigen? Danke. Lad nach, Ada. Sehr schön. Ich habe jetzt einfach mal geschossen, auch wenn ich den Kopf nicht anvisiert habe, aber das hat sich gerade angeboten, als die Person da was geworfen hat, ne?
Wollte ich noch abwehren. Nicht, dass das uns noch getroffen hätte. Und ich möchte, wie gesagt, unten, bevor ich jetzt hier oben die Mission noch ausersehen beende, indem ich das Rätsel löse, nach unten mich umgucken. Denn es könnte sein, dass wir da durchaus einen Schatz verpasst haben. Wir erinnern uns, die Maske mit Kerben ist noch nicht komplett. Uns fehlt immer noch ein Teil. Und das könnte durchaus hier irgendwo rumliegen. Aha. Wer sagt's denn? Da vorne ist noch ein Fass, das nehme ich auch mit. Eine Blendgranate. Ja, warum nicht, ne? Nehmen wir mal mit. Können wir mal kurz auch hier kombinieren und dann sind wir auch schon durch hier mit den Schätzen. Ich schätze einfach mal... Haha, Schätze, Schätzen. Ich schätze einfach mal, dass es hier auch das Einzige ist, was es gibt. Viel mehr Schätze werden wir hier nicht finden. Einfach, weil, ne, nicht großes Level und... Ja. So, dann lösen wir mal das Rätsel der Kirche, um die Glocken zum Läuten zu bringen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier das gleiche Rätsel machen müssen. Ja, wie mit Leon. Natürlich. Drehen. Bitte. Einmal so, dann das Grüne noch. So. Und das Blaue. Ne, wir erinnern uns, das muss sich hier oben richtig überlagern. Wenn wir es kombinieren. Zack. Nichts passiert. Oh, da habe ich falsch gemacht. Ich glaube, das Blaue haben wir nicht ganz richtig hinbekommen. Ja, das ist falsch. Ah. Ich habe das noch nie falsch gemacht hier. Das sollte eigentlich stimmen. Ich schätze mal, dass das Grüne nicht ganz richtig ist. So? Nein. So. So sollte es eigentlich nicht passen. Ja. So. Wir probieren einfach immer wieder durch. Aber so hat es funktioniert. Wunderbar. Ah, okay. Das Symbol ist tatsächlich ein anderes, wenn man mit Ada spielt. So, wir haben den Mechanismus in Gang gesetzt und die Kirchenglocken sollten jetzt ihr Werk verrichten. Where's everyone going? Bingo? Jo, und wir sind schon am Ende des Kapitels angelangt. Das heißt, für uns, die Folge ist vorbei. Wir haben eine Trefferquote von 79%, was okay ist. Ne? Ja, kann man mit leben. Also verlorene Leben 0. Deswegen kann man damit leben. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann das nächste Kapitel von Ada an. Bis dahin, euer Powerpilz. Ciao.